Hallo, heute gibt es den zweiten Erfahrungsbericht, diesmal von der zweiten Periode mit ökologischen Monatshygieneartikeln, das heißt Waschmaschinen, Binden, Cups, Naturschwämme und so weiter und so fort. Und eigentlich so viel Neues gibt es nicht zu berichten. Ich habe ein kleines Video abgedreht, was ich in der zweiten Periode alles benutzt habe. Das werde ich euch auf jeden Fall verlinken. Da sage ich auch nochmal zu den einzelnen Produkten ein bisschen was. Und ich hoffe, ihr hört den Nachbarhund nicht. Der hat irgendwie heute seine 5 Minuten. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe wieder fleißig ausgetestet und probiert und bin sehr, sehr glücklich inzwischen schon. Also, das glaubt man gar nicht, dass schon nach der zweiten Periode es eigentlich relativ rund läuft. Ich weiß, was ich machen muss und ich mich absolut wohlfühle. Besonders die waschbaren Binden und Slip-Einlagen gefallen mir sehr, sehr gut. Werde ich weiterhin benutzen und auch die Menstruationstassen finde ich wirklich sehr gut. Das sind hier beide Meluna-Tassen Classic, einmal in M und einmal in S. Und meistens benutze ich S, wenn es schnell gehen muss und ich weiß, ich bin jetzt nicht allzu lange unterwegs. Am stärksten Tag hält die nur so maximal 6 Stunden, habe ich festgestellt. Und deswegen, würde ich die wirklich nur nehmen, wenn es schnell gehen muss, ich nicht länger als diese Zeit unterwegs bin, eher so 4 Stunden, damit ich weiß, okay, das geht. Weil die kriege ich jedes Mal wesentlich schneller aufgeploppt, also innen drin und inzwischen brauche ich auch kein Kleidgel mehr, um zu kontrollieren und zu gucken. Die geht wirklich sehr, sehr super auf. Und dann habe ich auch noch mit der M eine gute Erfahrung gemacht. Ich kriege die inzwischen auch auf, aber ich finde, insgesamt ist sie zu lang. Und irgendwie scheint mir Luna das auch schon öfters gehört zu haben, denn inzwischen gibt es Shorties, also diese ganzen Größen einfach mal in einem kürzeren Format. Die halten natürlich auch weniger, das heißt, die würde ich jetzt nicht den ganzen Tag tragen können. Also die konnte ich auch nicht den ganzen Tag tragen. An meinem stärksten Tag habe ich die, ich glaube, 6,5 Stunden oder sowas drin gehabt und dann ist sie schon am Überlaufen gewesen und musste sie dann wechseln. Aber es war zum Glück noch nicht viel auf das Pad gegangen, also auf die waschbare Binde. War wirklich sehr, sehr super vom Halten her. Also hat gut ausgehalten und auch aufgefangen. Wie gesagt, da gibt es jetzt eine Short-Variante. Bin ich auch am Überlegen, ob ich mir die holen soll. Allerdings, ich habe jetzt eigentlich genügend Sachen und wenn, würde ich höchstens mal anfragen, ob die mir sowas zum Testen mal schicken würden, damit ich auch so ein Vergleichsvideo machen kann. Gerade für Frauen mit einem etwas kürzeren Becken ist das vielleicht eine ganz interessante Variante. Und ich werde wahrscheinlich bei der M hier den Nöpf abschneiden. Den brauche ich definitiv nicht. Der hat mich ein bisschen gestört. Bei der S geht es noch von der Länge her. Also ein Ticken kürzer als M. Und finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Waschbare Binden und Slip-Einlagen habe ich mir auch ein paar neue bestellt, noch ein paar mehr als die hier. Die sind jetzt noch ungewaschen. Die werden dann beim nächsten Mal getestet werden. Das ist einmal von Bookworm, Silkworm heißt das, glaube ich. Dann von Mimi Streams, neuere. Ich habe ja noch zwei ältere, also die Goddess habe ich eine ältere Variante, also so eine Nachtbinde. Und dann habe ich noch so einen Liner. Bin ich einfach mal gespannt, wie die sind. Da bin ich fleißig am Testen. Ich habe in letzter Zeit häufiger bei Etsy bestellt und die Videos habt ihr vielleicht auch schon gesehen. Vielleicht ist schon das ein oder andere online gegangen. Da werde ich weiterhin testen, vergleichen und dann auch vielleicht auch mal Vergleichsvideos machen und vielleicht auch nochmal extra Reviews zu den Binden. Und wenn ihr das sehen wollt, dann könnt ihr mir das gerne sagen. Genauso auch bei den Cups, wie ich die finde und was ich gut finde, was ich nicht so gut finde, könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas sehen wollt. Dann muss ich sagen, dass die Cups meistens einfach heiß auskoche. Also beziehungsweise heißt meistens, ich habe bislang sie nur ausgekocht. Das funktioniert einwandfrei. Finde ich es auch, wenn man die Möglichkeit hat, die beste Option. Wenn nicht, würde ich die Milken-Tablets benutzen und dann einfach nochmal klar abspülen. Und ich habe vor kurzem gelesen, dass mir Korea unter das eine Video geschrieben hat, dass sie halt, weil man dieses Ganze auch noch in der Mikrowelle machen kann, das eher nicht machen würde, weil eben es auch gewisse Studien zu den Sachen gibt. Und es stimmt auch, also ich persönlich
verzichte normalerweise gerne darauf, in der Mikrowelle Lebensmittel irgendwie zu machen. Und normalerweise ist das für mich immer nur für mein Wärmekissen zum Warmmachen, weil es schneller geht, energiesparend ist im Vergleich zu einem Backofen anzuwerfen. Und ja, also das kann schon sein, dass natürlich so in der Mikrowelle bestrahlte Cups nicht so gut sind für die, ja, für den Körper, sag ich einfach mal. Das kann schon sein. Bin ich mir jetzt nicht so sicher. Kann sein, weiß ich nicht genau. Habe ich mich jetzt auch nicht wirklich mit beschäftigt, weil ich sie einfach grundsätzlich auskoche. Das ist halt so einfach, simpel und ja, ne? Vor allen Dingen nach dem Sterilisieren benutzt man sie eigentlich auch nicht gleich, sondern man benutzt sie, dann wird sie sauber gemacht, super verstaut und dann erst einen Monat später holt man sie ja erst wieder raus. Also ich weiß halt nicht, wie das mit den Langzeitwirkungen auf das Material mit einer Mikrowelle ist. Das kann schon sein, dass das schädlich ist. Ich würde es, wenn überhaupt, nur im absoluten Notfall machen. Deswegen denke ich mal, geht das noch. Allgemein kann ich wirklich empfehlen, sie einfach auszukochen. Die Slip-Einlagen teilweise und auch Binden sind bei 30 bis 60 Grad waschbar. Manche, gerade die mit Winpro von Etsy, einige, die soll man eher bei 40 Grad waschen, was ich irgendwie so einen Ticken unhygienisch finde. Aber ja, bislang ist immer alles rausgegangen, es sah immer sehr ordentlich aus und bin halt, wie gesagt, vom Tragekomfort von denen wirklich sehr, sehr überzeugt. Es gibt sehr, sehr dünne mit einem sehr guten Saugkern inzwischen. Die sind natürlich nicht so super wie jetzt von. Ja, so super dünn wie ein Always Ultra oder so. Aber ja, macht definitiv weniger Müll und hat weniger Chemikalien drin. Ja, bin damit sehr, sehr glücklich und kann das definitiv weiterempfehlen. Dann Naturschwämme finde ich auch sehr, sehr gut, komme ich auch gut mit zurecht. Und ja, ich benutze immer zwei im Wechsel. Meistens, wenn ich bei meinem Freund bin, ich glaube, das erklärt sich von selbst. Und ja, bin damit auch recht zufrieden. Wird halt in Essigwasser eingelegt und funktioniert gut. So weit, so gut. Ich glaube, mehr gibt es da auch gar nicht zu berichten, außer halt so schmerztechnisch, wie es mir da ergangen ist. Also weniger geblutet habe ich bislang noch nicht als vorher mit normalen Wegwerfprodukten für die Monatshygiene. Aber von den Schmerzen her hat sich definitiv was getan. Also ich merke, dass ich weniger Krämpfe habe, dass ich auch nicht dieses Problem habe, was ich meistens sonst hatte, dass ich teilweise nicht mehr richtig stehen konnte. Ich meine, Kreuzschmerzen habe ich dann trotzdem, aber es ist nicht so stark. Und vor allen Dingen habe ich auch das Gefühl, wenn dann diese zwei stärksten Tage vorbei sind, ist es einfach so gut wie gar nichts mehr. Da kommt eigentlich nicht mehr viel raus. Ich habe das ja auch gesehen, mengenverhältnismäßig, was in den Cups drin war. War eigentlich nicht mehr viel und hat sich dann auch nicht mehr gelohnt. Und dann habe ich immer die Binden oder einfach die Schwämme benutzt. Die haben dann gereicht und ich komme damit super zurecht. Falls ihr Fragen habt zur Verwendung, zu, ja, worauf man achten sollte, dann schreibt das auch gerne in die Kommentare. Ich werde mich bemühen, es schnellstmöglich zu beantworten. Ich brauche hier immer ein bisschen länger. Warum, weshalb, kann man vielleicht auch in einem Blog von mir dann mal erfahren und ja, wie gesagt, ich verlinke euch einfach mal das Video, was ich während der zweiten Periode alles getragen habe. Ich denke, da sage ich dann auch noch mal was zu den einzelnen Produkten. Und das Wichtigste für mich war einfach wirklich, dass ich weniger Schmerzen gehabt habe. Und das ist doch schon mal was. Und ja, das war's von mir. Wir sehen uns. Bis die Tage. Ciao.